glaube, immer wenn wir gefragt werden, was die Kernbotschaft ist, ist die Antwort, dass es sehr kompliziert ist, ein Mensch im 21. Jahrhundert zu sein. Hi, ich bin Dimitri Schad, ich bin Schauspieler und Autor und hier mit dem Debütfilm von meinem Bruder und mir, der Aus meiner Haut heißt. Ein junges Paar fährt auf eine Insel in der Hoffnung, ihre Probleme zu lösen, an einem Ort, der es ihnen buchstäblich erlaubt, jemand anderes zu sein. Und was arbeitest du, Leila? Also ich habe früher immer viel Sport gemacht. Und nicht mehr? Grad nicht. Mein lieber Schimanski, so komm, wir machen mal Partnertausch. Mein Bruder und ich arbeiten jetzt seit 10 Jahren zusammen. Und 5 Jahre davon haben wir an diesem Film gearbeitet. Und sind dort durch sehr viele Höhen und Tiefen und 37 Drehbuchfassungen gegangen. Bis das rausgekommen ist, es ist die Grundlage dafür, dass irgendwelche Leute sich irgendetwas darunter vorstellen können. Und das macht es so ungeheuer, ungeheuer schwer. Drehbücher schreiben ist fucking schwer. Ihr werdet in den nächsten 2 Wochen das Geschenk erleben, ein anderer Mensch zu sein. Ich bin's, Leila. Es gab auch keine wirklichen Verweisfilme, weil das Body-Swap-Genre ist etwas, was normalerweise nur für die Komödie benutzt wird, also immer als Travestie. Aber tatsächlich zu sagen, was ist der kopierbare Kern eines Menschen und wie kriegst du ihn rüber, dass es tatsächlich sogar in ein anderes Geschlecht rüber wechseln kann und man trotzdem die Person als die Person erkennt oder in ein anderes Alter oder in eine völlig andere physiognomisch beschaffene Person und dass man das trotzdem erkennen kann, ist ein Vorgang, den es noch nie gab. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühlt habe. Ist doch klar, dass du ganz anders fühlst. Du bist der Mensch, der du bist, weil du den Körper hast, den du hast. Angenommen, es gibt einen Ort, wo du das machen kannst, dann würdest du erstmal in deinen eigenen Grenzen bleiben. Du würdest vermutlich erstmal einen Körper nehmen, der ähnlich alt ist und das gleiche biologische Geschlecht hat. Und danach würdest du doch was anderes machen. Dann würdest du doch rausfinden wollen, wie ist das, älter zu sein, jünger zu sein, in einem oder eben in einem hormonell ganz anders eingestellten Körper zu sein. Und was würdest du erleben? Oma hat mir angeboten, seinen Körper zu nehmen. Wer bist du denn überhaupt noch? Was sind wir? Es war für mich das erste Mal grundsätzlich, dass ich mit irgendetwas in meinem Leben so lange beschäftigt bin und vor allem mit etwas, was einem selbst etwas bedeutet und ich kann das gefühlsmäßig noch nicht ganz klar einordnen, was das eigentlich macht. Es ist krass. Es ist krass, 5 Jahre mit etwas beschäftigt zu sein und dass es jetzt ja immer noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass es uns jetzt diese Festivalsaison über noch begleiten wird. Es ist tough. Wirklich tough. Aber schön. Jetzt sind wir in der schönen Phase. Jetzt können wir nichts mehr kaputt machen.